Wenn diese Würmer anfangen, alles in ihrem Weg zu verschlingen, sind Wasserüberquerungen und Anlegestellen aus Holz und sogar Schiffe dem Untergang geweiht. Und dann, wenn dieser Wurm hungrig ist und nur eine kleine Schnecke in der Nähe, dann ist dieses Schneckenhaus das Einzige, was von ihm übrig bleibt. Warum sind diese schrecklichen Kreaturen so wichtig für unsere Welt? Warum haben Schnecken ein Haus aus Eisen und warum hat Darwin diese Würmer in Stücke geschnitten? Und warum zum Teufel wurden diese Schnecken als Langstreckenwaffen benutzt? Zum Glück hast du abonniert, denn sonst würdest du es verpassen. Sieh dir mal diese Kreatur an. Sie sieht sowohl aus wie ein Wurm als auch wie ein Hammerhai. Und zu allem Übel ist es ein wirklich grausames Raubtier. Der Wurm sieht zwar harmlos aus, aber hast du gesehen, wie stark die Schnecke ihren Körper verdreht hat? Es sieht ja ganz so aus, als würde sie versuchen zu fliehen. Aber wie macht man so etwas, wenn man eine Schnecke ist? Dieser Wurm holt seine Beute locker ein, wickelt sich um sie und saugt ihr Inneres komplett aus. Alles, was von der Schnecke übrig bleibt, ist ein leeres Schneckenhaus. Aber die erste Frage, die mir da in den Sinn kommt, ist, wie kann ein Wurm so etwas überhaupt machen? Ich weiß nicht, was du davon hältst, aber für mich sehen solche Lebewesen nicht unbedingt wie ein Raubtier aus. Man könnte sagen, es ist ein Mix von Geparden, Muränen, Aalen, Adlern und sogar einer Venusfliegenfalle. Aber Würmer? Ich denke, in der Welt der Würmer gehören sie zu den Superschurken. Der Palium, auch bekannt als Hammerkopfwurm, ist ein echtes Landraubtier mit einer Länge von 5 bis 20 cm. Es gibt auch einige Arten, die bis zu einem Meter lang werden können. Aber das ist hier nicht der Punkt. Im Gegensatz zu vielen anderen Würmern hat er einen gut ausgeprägten Kopf, der einem Hammer oder einem Pilz ganz ähnlich sieht, je nachdem, welcher Art du gerade begegnest. Aber dieser Pilz oder Hammer hat sich eine echt perfekte Jagdstrategie ausgedacht. Zunächst finden diese Würmer ihre Beute mit Hilfe von Chemorezeptoren, den Zentren, die sehr empfindlich auf verschiedene Chemikalien reagieren. Dann spürt das Raubtier ihre Beute auf und normalerweise ist das keine große Herausforderung, da die Lebewesen auf ihrem Speiseplan sehr ungeschickt und langsam sind. Und dann kommt ihr ekelhafter Schleim ins Spiel, den sie ausstoßen und damit ihre ganze Beute bedecken. Stell dir vor, du wirst in einem klebrigen Gelee eingetaucht, bis du erstickst. Und so fühlt sich auch die Beute des Hammerkopfwurms. Viele der Arten haben auch Neurotoxine in ihrem Schleim und machen damit ihre Beute bewegungsunfähig. Doch jetzt kommen wir zum gruseligen Teil. Der Wurm stülpt seinen Rachen aus seinem Körper, sondert Verdauungsenzyme ab und saugt dann die bereits verdaute Beute mit Hilfe von Filmerhärchen in den Darm, was übrigens derselbe Rachen ist. Wenn die Verdauung abgeschlossen ist, dient der Mund des Wurms auch als Anus. Es ist also ein ziemlich vielseitiges Werkzeug. Eigentlich schon eine sehr bequeme Art, Lebewesen wie Schnecken zu fressen, oder? Wenn du schon einmal Austern probiert hast, weißt du, wovon ich spreche. Du musst sie schlürfen. Aber um ehrlich zu sein, mein Geschmack ist das nicht unbedingt. Aber im Grunde genommen machen diese Hammerkopfwürmer genau dasselbe. Außerdem gibt es Schlangen aus den verschiedensten Gattungen, die dieselbe Fähigkeit beherrschen. Einige von ihnen sind Experten auf dem Gebiet des Schneckenfressens geworden und können dies gleich nach der Geburt schon tun. Zunächst würde diese Schlange das Schneckenhaus durchbeißen und dann den Inhalt herausschlürfen. Ich hoffe, es schmeckt wenigstens gut. Aber okay, Schlangen können wirklich groß sein und ich muss dich nicht daran erinnern, wie groß ihre Beute werden kann. Was ist denn mit den Würmern? Muss ihre Beute so klein sein, dass sie sich nicht wehren können? Der Hammerkopfwurm greift auch Beute an, die mehr als das Hundertfache seines eigenen Körpergewichts wiegen. Das ist ungefähr so, als würde ein Mensch versuchen, einen afrikanischen Elefanten zu essen, indem er einfach auf ihn zugeht und ihn anfängt an den Beinen zu knabbern. Und ich glaube nicht, dass das tatsächlich funktionieren würde. Andere Arten von Plattwürmern sind sogar so gut im Jagen, dass sie sogar diese riesigen afrikanischen Schnecken fressen können. Mit Plattwürmern versuchen die Menschen übrigens invasive Arten wie afrikanische Riesenschnecken zu bekämpfen. Aber wie du weißt, da gibt es ein Problem. Diese Würmer sind überhaupt nicht wählerisch, was die Größe angeht oder was die Schnecke angeht. Das heißt, sie fressen alle, die ihnen begegnen. Und wie du es wahrscheinlich erraten konntest, heißt es, diese invasiven Arten werden auch die einheimischen Arten ausrotten. Aber hast du schon einmal eine dieser afrikanischen Riesenschnecken gesehen? Die sind einfach unglaublich groß. Wie können sich solche große Lebewesen gegen diese Würmer aus der Hölle wehren? Hat Mutter Natur vielleicht auch absichtlich alle Schnecken so schwach gemacht, damit sie alle anderen jagen können? Kann sein, aber nicht, wenn wir von der Schuppenfußschnecke sprechen. Als mein Freund Steve mir von diesen Eisenschnecken erzählt hat, dachte ich zuerst, sie seien nur ein weiterer komischer Comic-Superheld. Aber nein, es gibt sie tatsächlich. Die Schuppenfußschnecke ist ein Gastropode. Sie lebt in der Nähe von hydrothermalen Schloten und ist der einzige bekannte Organismus, dessen Skelett Eisen ähnelt. Der Fuß dieses Tiers ist mit speziellen Platten bedeckt, die Eisen enthalten. Und das Gehäuse ist in drei Schichten unterteilt, wobei die äußere auch mit Eisensulfid bedeckt ist. Offenbar hat diese Schuppenfußschnecke dieses Design von entfernten Vorfahren vor 500 Millionen Jahren geerbt. Viele alte Tiere haben sich auf diese Weise verteidigt, weil Eisen wirklich gut funktioniert. Eine Schnecke kann nach einem Angriff durch Raubtiere wie Krabben völlig unverletzt bleiben. Natürlich kann eine starke Krabbe ein Schneckenhaus mehrere Tage lang festhalten, aber es wird nicht kaputt gehen. Aber das Lustigste finde ich, dass diese Schnecken anscheinend auch magnetisch sind.
Das ist mein Ernst. Das sagen die Quellen. Ich würde mich totlachen, wenn eine dieser Schnecken beim Magnetangeln anbeißt. Aber dieses Eisengehäuse schützt sie nicht nur vor Krabben und hält starke Kräfte aus. Einige dieser Raubschnecken jagen mit einer Harpune. Ja, sie schießen diese Harpune in das Fleisch von Fischen oder anderen Schnecken und injizieren dann ihr Gift. Es wird vermutet, dass die Eisenplatten der Schuppenfußschnecke diese Geschosse sogar ablenken kann. Also so wie eine ritterliche Rüstung, die einen Speer ablenkt. Moment mal, meinst du, diese Schnecken haben auch Speere? Steve, also, ich verstehe das nicht. Warte, ich hab's kapiert. Also die Kegelschnecken, die räuberische Gastropodenmollusken, haben Speere oder besser gesagt Harpunen. Sie haben sich einst aus einem ihrer Zähne entwickelt. Mit dieser Harpune injizieren die Mollusken Gift in ihre Beute, das sie völlig bewegungsunfähig macht, und ziehen dann ihre Beute mit der Harpune wieder zu sich. Übrigens, das Gift der großen Kegelschnecke ist auch für Menschen gefährlich, obwohl sie uns wahrscheinlich nicht fressen werden. Aber bis heute sind mindestens 30 Todesfälle bei Menschen bekannt, die durch das Gift von Kegelschnecken verursacht wurden. Aber lassen wir erstmal die giftigen Schnecken in Ruhe. Wenn du möchtest, können wir ein anderes Mal ein Video über sie drehen. Es sind schon ziemlich faszinierende Kreaturen, also schreib's mir in die Kommentare, wenn du das willst. Aber jetzt lass uns erstmal zu den Würmern zurückkehren, denn Hammerkopfwürmer ernähren sich nicht nur von Schnecken. Auf ihrem Speiseplan stehen nämlich auch Regenwürmer. Diese reagieren natürlich auch auf den Angriff, aber das Raubtier benutzt seine Muskeln sowie sein klebrige Sekrete, um sich an dem Regenwurmkörper festzuheften. Im Grunde genommen verwirrt der Hammerkopfwurm seine Beute einfach, bis es zu spät ist. Aber obwohl dies ein völlig natürlicher Vorgang ist, können die Fressgewohnheiten der Hammerkopfwürmer uns alle teuer zu stehen kommen. Aber dazu später mehr. Die ersten Plattwürmer wurden von Charles Darwin entdeckt. Damals nahm er einige der Würmer mit an Bord der Beagle und begann, wie alle Wissenschaftler der damaligen Zeit, an den unbekannten Lebewesen herum zu experimentieren. Das war immerhin sein Job. Warte, ich muss über dich berichten. Zum Teufel nein, ich weiß, was als nächstes kommt. Darwin schnitt diese Würmer in zwei Hälften und entdeckte, dass sich 25 Tage später jeder Teil zu einem fast vollständig eigenen Tier regenerierten. Das heißt, aus einem Wurm sind zwei geworden. Das hat nicht einmal der berühmteste Wissenschaftler ahnen können. Aber schon bald wurden genau diese Würmer zu einer invasiven Spezies, die bereit war, den ganzen Planeten zu erobern. Damals war er nur überrascht und ich hoffe, er hat diese Würmer nicht probiert. Bleh. Das ist schon merkwürdig. Viele Tiere werden vernichtet, wenn du sie in Stücke schneidest, aber nicht diese Plattwürmer. Wenn du den Wurm zerschneidest, machst du ihm die Arbeit leichter, denn er vermehrt sich durch Teilung. Selbst wenn du den Kopf dieses Lebewesens abschneidest, entsteht daraus einfach der zweite Wurm. Ein Stück Plattwurm ohne Schwanz und Kopf kann in nur 3 Wochen zu einem Flügenorganismus werden. In 3 Wochen? Also der Mensch braucht viel länger, um sich nur von einer kleinen Verletzung zu erholen. Naja, in den ersten Wochen erscheinen winzige Flecken auf einem Stück des Wurms. Das sind die neuen Augen, die aus dem Nichts gewachsen sind. Unglaublich. Der Rest vom Wurm sieht noch aus wie ein Fleck oder ein Klecks. Doch schon am 12. Tag hat dieser Klecks bereits einen neuen Kopf und Schwanz entwickelt. Beide sind durchsichtig. Eine Woche später nehmen sie ihre normale Farbe an und am Ende der 3. Woche kann der Wurm bereits wieder essen. Das heißt, er hat sich vollständig regeneriert. Aber weißt du, was mich an ihnen am meisten überrascht hat? Diese Plattwürmer regenerieren sich nicht nur, sondern sie teilen sich auch dasselbe Gedächtnis. Boah! Das heißt, wenn du einem Wurm den Kopf abschneidest, hast du bald 2 Würmer und beide haben das gleiche Gedächtnis. Die Wissenschaftler haben das in einem Labor getestet, indem sie den Würmern beigebracht haben, durch ein Labyrinth zu manövrieren, um an ihr Essen zu kommen. Und dann haben sie sie buchstäblich in Stücke geteilt. Es stellte sich heraus, dass das Gedächtnis auch nach einer solchen Prozedur erhalten bleibt. Wenn man diese Tatsachen bedenkt, wird ziemlich schnell klar, warum Hammerkopfwürmer schnell zu einer invasiven Art werden. Der erste Besuch dieser Würmer wurde 1878 in dem Botanischen Garten am Stadtrand London entdeckt. Dieser in Südostasien beheimatete Wurm kam mit einem Handelsschiff hinüber und hat sich seitdem fast auf der ganzen Welt verbreitet. Zunächst besiedelten diese Würmer alle Arten von Gewächshäusern und Innengärten. Dann gelangen sie an die frische Luft, wo sie sich an das Klima anpassten. Die Wissenschaftler sind sich alle einig, dass dieser Wurm vor allem dank seiner Fähigkeit, sich durch Teilung zu vermehren, sich so weit verbreiten konnte. Aber haben die menschlichen Versuche, diese Würmer auszurotten, ihnen nur geholfen? Wer weiß das schon. Aber die hauptsächliche Gefahr, die von invasiven Arten auskommt, besteht nicht nur darin, dass sie sich schnell vermehren, sondern auch darin, dass sie die einheimischen Arten verdrängen oder vollständig zerstören. Und das könnte selbst bei Regenwürmern zu einer unglaublichen Katastrophe führen. Natürlich, einerseits, wer interessiert sich schon für Regenwürmer? Sie krabbeln einfach irgendwo im Boden herum. Aber andererseits sind es genau diese Regenwürmer, die den Boden so machen, wie er ist. Sie düngen ihn ständig, lockern ihn auf, erneuern ihn, mischen ihn, verteilen die Nährstoffe und reinigen ihn sogar von Schwermetallen. Hinzu kommt, dass Regenwürmer eine der Hauptnahrungsquellen für viele Tiere sind. Nicht umsonst bezeichnen Umweltschützer Regenwürmer als eine Art Schlüssel. Wenn sie verschwinden, hat das Auswirkungen auf den gesamten Planeten. Es könnte zu einem Massenaussterben führen. Nimm dir mal Zeit, das zu verarbeiten.
Alles, nur wegen diesem kleinen Wurm sind wir alle vom Aussterben bedroht. Es sind kleine Würmer in ihrer eigenen Welt, die den Kampf der Zukunft unseres Planeten ausmachen. Aber die nächsten Würmer haben den Menschen schon lange Schaden zugefügt und das lange vor Darwins Entdeckung. Ich spreche von den Spulwürmern oder auch Schiffsbohrwürmer genannt. Stell dir die Welt im 19. Jahrhundert vor. Die meisten wichtigen Dinge sind aus Holz gefertigt, auch die Schiffe. Aber im Wasser leben diese Schiffsbohrwürmer, die eigentlich Muscheln sind. Sie fressen Holz und nicht nur fressen, sie verschlingen es gierig und unkontrolliert. Andere dieser Würmer gab es schon lange, bevor der Mensch die Schiffsfahrt beherrschte. Und genau sie waren es, die sie auf ihren Reisen um die Welt getragen haben. Vergiss nicht, dass wir immer noch Holzpfähle für Stege oder Anlegestellen verwenden. Wenn man sie ins Wasser stellt, sind sie das perfekte Mittagsbuffet für diese Würmer. Und genau das ist auch in San Francisco passiert. Das Magazin Nature schätzte den Schaden, den die Schiffsbohrwürmer zwischen 1917 und 1921 in der Bucht anrichteten, auf 25 Millionen Dollar. Das ist in der heutigen Welt mehr als 3 Millionen Dollar. Seit den Zeiten des Goldrausches wurden 650 Schiffe in der Bucht aufgegeben. Die meisten von ihnen wurden von den Schiffsbohrwürmern aufgefressen, die das Holz in eine Art Schwamm verwandeln. Diese Würmer zersetzen Balken, zerstören Anlegestellen und brachten sogar manchmal Häuser zum Einsturz. Das alles passiert in einem rasanten Tempo und manchmal ist ihre Entdeckung viel zu spät. Alle 2 Wochen verschwand eine Anlegestelle, ein Kai oder eine Fährenüberfahrt. Aber das Interessanteste ist, dass der Kampf zwischen Mensch und Schiffsbohrwürmern eigentlich nie endete. Wir haben herausgefunden, wie man Holz behandelt, haben gelernt, wie man eine Vielzahl von Chemikalien einsetzt und haben das Holz durch andere Materialien ersetzt. Aber die Würmer sind immer noch nicht verschwunden. Sie beißen immer noch gerne in jeden Baum, der ins Wasser fällt. Hoffen wir nur, dass sie nicht herausfinden, wie man Eisen frisst. Das war's auch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr hattet Spaß. Wenn dem so ist, gebt mir doch ein Like, teilt das Video mit euren Freunden und abonniert unseren Kanal. Dann sehen wir uns bestimmt auch beim nächsten Mal. Macht's gut, Freunde!